Herzlich willkommen zur Grundlagenschulung Pneumatik und Prozessschnittstellen. Ich bin Tom und das ist Lisa. Wir sind Ihre virtuellen Trainer und werden Sie durch das Schulungsvideo führen. Wir werden zwischendurch Grundlagenwissen erläutern und wichtige Informationen zusammenfassen. Außerdem haben Sie am Ende einiger Kapitel die Möglichkeit, Ihr Wissen durch die Beantwortung von Fragen zu überprüfen. In dieser Schulung lernen Sie Allgemeines über Pneumatik und Feldbussysteme, Einzelventile zur integrierten Montage auf dem Stellglied sowie Ventilblöcke und Ventilinseln mit und ohne Feldbusschnittstellen in Schaltschränken näher kennen. Pneumatikventile werden zum Ansteuern der Aktoren mit Druckluft verwendet. Man findet sie in den unterschiedlichsten Bereichen, in Non-Ex- oder explosionsgefährdeten Bereichen. Pneumatik von Birkert kommt in 4 der 6 Birkert-Segmente zur Anwendung. Hygienic Processing, Water Treatment, Steam und Cooling Systems. Besonders erfolgreich sind Pneumatikventile und Ventilinseln von Birkert in der Prozessautomatisierung. Der umsatzstärkste Bereich ist hierbei die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, wie etwa Brauereien, Molkereien oder die getränkeverarbeitende Industrie. Zunächst ein Beispiel aus einer Brauerei. Wir sehen hier eine Abfüllanlage, in deren Mitte sich zahlreiche Classic-Prozessventile befinden. Diese werden mit den schwarzen Pneumatikschläuchen an Ventilinseln oder Automatisierungssysteme angeschlossen. Nachdem ein Landwirt seine Kühe gemolken hat, wird die Rohmilch zur Molkerei transportiert. Dort wird sie weiterverarbeitet. Hier sehen wir einen Teil einer Molkereianlage. Im Zentrum befindet sich ein Edelstahl-Schaltschrank mit viel Elektronik und der Birkert-Ventilinsel Typ 8640. Im Hintergrund sorgen Wärmetauscher für die ständige Kühlung der zu verarbeitenden Milch. Ein weiterer wichtiger Bereich, in dem Pneumatik eingesetzt wird, ist die Wasseraufbereitung. Ein Birkert-Servicetechniker installiert hier gerade ein Airline-System Typ 8644 in einem Schaltschrank. Die ganze Installation befindet sich in einem kommunalen Wasserwerk. In der Pharmaindustrie werden hohe Anforderungen an die Prozesssicherheit gestellt. Oft handelt es sich hier auch um explosionsgefährdete Bereiche, in denen Produkte besondere Eigenschaften mitbringen müssen, wie etwa unsere Airline X-Typ 8650 für den Einsatz in X-Zone 1. Weitere Bereiche, in denen Pneumatik von Birkert beispielsweise zum Einsatz kommt, sind die Offshore-Industrie, der Anlagenbau und die Verpackungsindustrie. Bevor wir genauer auf die Birkert-Produkte eingehen, sehen wir uns einige Grundlagen zur Pneumatik an. Was versteht man unter dem Begriff Pneumatik? Pneumatik ist die Lehre von Bewegungen und Gleichgewichtszuständen der Luft. Der Energieträger in der Pneumatik ist Druckluft. Diese Druckluft verrichtet Arbeit in Aktoren und sorgt beispielsweise dafür, dass ein pneumatischer Zylinder ausfährt oder ein Aktor angesteuert wird. Gegenüber elektrischer Energie bietet Druckluft als Energieträger einige Vorteile. Druckluft ist aufgrund der Kompressibilität einfach in Druckbehältern speicherbar. Druckluftbetriebene Aktoren sind überlastungssicher. Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist problemlos möglich. Und
Druckluft erzeugt keine Abwärme in Aktoren. Ein wichtiger Bestandteil in Pneumatikanwendungen sind die Wegeventile. Sie dienen dazu, den Weg für das Arbeitsmedium freizugeben, zu sperren oder die Durchflussrichtung zu ändern. Nachfolgend wollen wir die Funktionsweise eines Pneumatikventils verstehen lernen. Lisa wird uns dazu mit der Symbolik vertraut machen. Die möglichen Schaltstellungen sind bei Ventilen als Quadrat dargestellt. Jedes Quadrat steht dabei für eine Schaltstellung. Bei diesem Symbol handelt es sich um ein Zwei-Wege-Ventil, da es zwei Schaltstellungen besitzt. Die Anschlüsse werden als Linien an den Quadraten dargestellt. Anschlüsse sind immer an die gerade aktive Schaltstellung gezeichnet. Dieses Ventil hat den Namen 3-2-Wege-Ventil, wobei die erste Zahl für die Anzahl der Anschlüsse und die zweite Zahl für die Anzahl der Schaltstellungen steht. Um zu erfahren, wie die Anschlüsse belegt werden müssen, um die gewünschte Schaltfunktion zu erreichen, werden in die Quadrate Symbole eingezeichnet. Am häufigsten wird ein Pfeil für einen Durchflussweg und ein kurzer Querstrich oder Stopfen für gesperrte Anschlüsse verwendet. Bei diesem Ventil wird die Ruhestellung durch Federkraft realisiert. Somit ist das Ventil in seiner Ruhestellung geschlossen. Auf der linken Seite ist das Symbol eines Elektromagneten zu sehen. Bei elektrischer Betätigung sorgt die Magnetkraft für das Öffnen des Ventils. Die linke Schaltstellung wird somit aktiv und das Fluid kann durch das Ventil strömen. In der Ruhestellung ist der Fluidweg von der Druckversorgung gesperrt und der Ventilausgang ist mit einem dritten Anschluss verbunden. Neben den 3-2-Wege-Ventilen gibt es 5-2-Wege-Ventile. Diese Ventile haben also zwei Schaltstellungen und 5 Anschlüsse. Die Verschaltung der Anschlüsse wird durch das Symbol deutlich. Nachdem uns Lisa einige Symbole zu Pneumatikventilen erläutert hat, wenden wir uns nun dem Birkert-Produktprogramm Pneumatik- und Prozessschnittstellen zu. Zunächst schauen wir uns die Einzelventile an. Beginnen wir mit den Typen 6518 und 6519. Das Ventil Typ 6518 ist ein vorgesteuertes 3-2-Wege-Ventil. Dieses Ventil besteht aus einem Vorsteuerventil Typ 6014 und einem Hauptventil, dem sogenannten pneumatischen Verstärker. Der Typ 6518 arbeitet ohne ständigen Luftverbrauch und dient zur Ansteuerung von einfach wirkenden Aktoren. Die Verwendung hochwertiger Werkstoffe ermöglicht den Einsatz der Ventile auch unter Freiluft- und Chemieatmosphäre. Der Typ 6518 bildet zusammen mit dem Typ 6519 eine Baureihe. Typ 6519 ist das universellere Ventil und bietet mehr Funktionen. Deshalb wollen wir uns diesen Typ detaillierter anschauen. Bei dem Typ 6519 haben wir die Möglichkeit, das Ventil als 5-2 oder aber als 3-2-Wege-Ventil zu nutzen. Das Ventil gibt es als Standardausführung oder als Ex-Ventil für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Außerdem bietet Birkert weitere Varianten mit Anschlüssen und Abmessungen nach den Regeln der internationalen Norm NAMUR. Dies ermöglicht eine einfache Feldmontage direkt am pneumatischen Aktor. Das Gehäuse des Typ 6519 setzt sich aus einem Kolben, zwei Membranen, verschiedenen Dichtungen und 5 pneumatischen Anschlüssen zusammen. Außerdem befinden sich zwischen dem Magnetventil und dem Gehäuse die Handbetätigung und ein Anzeigestift zur pneumatischen Stellungsanzeige. Schauen wir uns die Funktion des Ventils an. Bei ausgeschaltetem Magneten befindet sich das Gerät in Ruhestellung. Die Anschlüsse 1 und 2 sind miteinander verbunden.
Andererseits besteht eine Verbindung zwischen den Anschlüssen 4 und 5. Diese Verbindung ermöglicht die Entlüftung des Aktors an die Umgebung. Wird die Magnetspule bestromt, wird der Hubanker des Vorsteuerventils durch Magnetkraft in die Spule gezogen. Nun wird die Feder zusammengedrückt, wodurch Druckluft vom Vorsteuerventil Typ 6014 in das Hauptventil gelangen kann. Die Bewegung des weißen Kolbens in der Mitte des Ventils wird, wie in der Animation gezeigt, durch Druckluft realisiert. Durch die Kolbenbewegung sind die Anschlüsse 1 und 4 verbunden. Anschluss 4 ist in der Praxis mit dem anzusteuernden Aktor, zum Beispiel einem Prozessventil, verbunden. Die Anschlüsse 2 und 3 sind ebenfalls verbunden und sorgen für die Entlüftung. Wird der Magnet abgeschaltet, sorgt die Kraft der Feder für die Rückstellung des Hubankers. Durch das Rückstellen wird der Ausgangszustand mit verbundenen Anschlüssen 1 und 2 bzw. 4 und 5 wiederhergestellt. Zuletzt zoomen wir bei diesem Ventil noch die Handbetätigung näher heran. Drehen Sie zur manuellen Betätigung des Ventils die Handbetätigung bis zum Anschlag ein. Durch Drehen um 90 Grad nach rechts wird die Handbetätigung zusätzlich verriegelt. Gleichzeitig fährt die rote Positionsanzeige aus und bleibt in dieser Stellung, wenn das Ventil geschaltet ist. Die Namur-Version des Typs 6519 sieht ähnlich aus wie die Standardversion. Nur dass sich die Arbeitsanschlüsse hier seitlich an dem Ventilkörper befinden. Dieses Ventil wird als 5-2-Wege-Funktion ausgeliefert. Wahlweise kann das Ventil durch Drehen der Wechselplatte einfach in eine 3-2-Wege-Funktion umgebaut werden. Die Funktionsweise der Namur-Version ist identisch mit der der Standardversion, so dass hier die Funktion des Namur-Ventils, direkt an einem Prozessventil angebaut, simuliert wird. Zur Montage an einem Classic-Prozessventil wird eine Adapterplatte zwischen Prozessventil und Namur-Ventil montiert. Jetzt kann mittels Druckluft die Ansteuerung des Prozessventils durch das Namur-Ventil erfolgen. Im Ausgangszustand besteht eine Verbindung des Anschlusses 2 am Namur-Ventil mit dem oberen Anschluss des Prozessventils. Die Druckluft füllt dabei die obere Kammer des Aktors. Wenn das Namur-Ventil schaltet, wird diese Kammer über den Anschluss 3 an die Umgebung entlüftet. Gleichzeitig gelangt Druckluft über den Anschluss 4 in das Prozessventil und hebt den Kolben an. Neben Namur-Ventilen, die zur direkten Montage an einem Aktor verwendet werden, gibt es andere Pneumatikventile, die durch ihre kompakte Bauweise vorwiegend auf Ventilblöcken und Ventilinseln verbaut werden. Zu diesen Ventilen gehören die Typen 6524 und 6525. Der Typ 6524 als 3-2- oder 2x3-2-Wegeventil basiert gemeinsam mit dem Typ 6525 als 5-2-Wegeventil auf einer Flipper-Vorsteuerung und einem Pneumatik-Sitzventil. Beide Typen ermöglichen einen Durchfluss von 300 Liter pro Minute. Sie sind standardmäßig mit einer Handbetätigung ausgestattet und erlauben das Schalten hoher Drücke bei geringer Leistungsaufnahme und kurzen Schaltzeiten. Bei der 2x3-2-Wege-Ausführung handelt es sich um die Kombination zweier Flipperventile mit einem Pneumatik-Sitzventil. Dieses Ventil kann entweder beide 3-2-Wege-Funktionen gleichzeitig schalten oder aber jede der 3-2-Wege-Funktionen separat schalten. Die Animation zeigt die unterschiedlichen Möglichkeiten des 2x3-2-Wege-Ventils. Als erstes wollen wir darstellen, wie die linke 3-2-Wege-Funktion funktioniert. Dazu steht zunächst Druckluft an dem Kanal 1 an.
gelangt so ins Innere des Hauptventils und steht an den beiden Vorsteuersitzen der Vorsteuerventile an. Schaltet das linke Vorsteuerventil, dann kann Druckluft den Vorsteuersitz passieren und hebt den linken Kolben im pneumatischen Verstärker gegen die Kraft der Feder an. Durch das Anheben des Kolbens wird eine Verbindung von Kanal 1 zu Kanal 2 ermöglicht. Kanal 2 ist der Arbeitsanschluss, an den beispielsweise ein Prozessventil angeschlossen werden kann. Der Schließvorgang beginnt, wenn das Vorsteuerventil abgeschaltet wird. Der Kolben im Hauptventil geht dabei durch die Kraft der Feder in seine Ausgangsposition. Die Druckluft wird von Kanal 2 über den Abluftkanal 3 an die Atmosphäre entlüftet. Analog zu diesem Schaltvorgang funktioniert auch das Schalten der rechten 3-2-Wege-Funktion, sowie das gleichzeitige Schalten von beiden 3-2-Wege-Funktionen. Abschließend zu den Einzelventilen schauen wir uns noch die Funktionsweise des Typ 6525 als 5-2-Wege-Ventil an. Dieses Ventil besitzt genauso wie ein 2x3-2-Wege-Ventil 5 Anschlüsse. Es erfüllt aber keine 2x3-2-Wege-Funktion, sondern dient zur Ansteuerung eines doppelt wirkenden Aktors. Hier sehen wir den Schaltvorgang des 5-2-Wege-Ventils. Das Funktionsprinzip ist das gleiche wie beim Typ 6524. Um das Kapitel Einzelventile abzuschließen, haben Tom und Lisa einige Fragen vorbereitet. Lisa, worin besteht der Unterschied zwischen den Ventiltypen 6518 und 6519 und der Baureihe 6524 und 6525? Die Ventile 6518 und 6519 sind Einzelventile, die häufig direkt an einen Aktor montiert werden. Die Typen 6524 und 6525 dagegen sind durch ihr besonders kompaktes Design vorwiegend auf Ventilblöcken und Ventilinseln zu finden. Das ist richtig. Jetzt stell du mir eine Frage. Tom, weißt du noch, welche Ventilfunktion der Typ 6519 Namur besitzt? Das Ventil wird standardmäßig als 5-2-Wege-Ventil ausgeliefert. Wahlweise kann das Ventil durch Drehen der Wechselplatte auch einfach in eine 3-2-Wege-Funktion umgebaut werden. Lisa, weißt du auch, welche Aufgabe ein 5-2-Wege-Ventil erfüllt? Na klar, Tom. Ein 5-2-Wege-Ventil dient zur Ansteuerung eines doppelt wirkenden Aktors. Birkert bietet nicht nur pneumatische Einzelventile an, sondern auch Ventilblöcke. Der Ventilblock Typ 8640 ist durch seinen konsequent modularen Aufbau zur Lösung vielfältiger und komplexer Steuerungsaufgaben geeignet. Unterschiedliche Ventilfunktionen lassen sich auch ohne gemeinsame elektrische Ansteuerung auf einem Block realisieren. Die Pneumatikventile auf dem Block werden einzeln an die Steuerung angeschlossen. Jedes dieser Ventile hat dabei die Aufgabe, einen einfach oder doppelt wirkenden Aktor anzusteuern. Nun schauen wir uns an, wie ein Ventilblock aufgebaut wird. Zunächst sehen wir die linke und rechte pneumatische Seiteneinspeisung. Beide Module sorgen für die gemeinsame Versorgung der Ventile mit Druckluft sowie für die Entlüftung. Hier sehen wir die pneumatischen Grundmodule in unterschiedlichen Größen. Es gibt 8-fach-Grundmodule und 2-fach-Grundmodule, auf denen später die Ventile montiert werden. Die pneumatischen Einspeisemodule und die pneumatischen Grundmodule werden zusammengeschoben und durch ein einfaches Zusammenklicken miteinander verbunden.
Zuletzt werden die Ventile auf die pneumatischen Grundmodule montiert. Die Montage ist sehr einfach und erfolgt durch jeweils zwei Schrauben. Dies erleichtert auch einen späteren möglichen Austausch der Ventile. Auf einem Ventilblock können unterschiedliche Ventilfunktionen montiert werden. 3-2-Wege-Ventile sind genauso möglich wie 5-2-Wege-Ventile oder 2x3-2-Wege-Ventile. Die unterschiedlichen Funktionen können auch beliebig auf einem Block miteinander kombiniert werden. Ventilinseln sind pneumatisch gleich aufgebaut wie Ventilblöcke. Im Gegensatz zu diesen bieten sie aber eine gemeinsame elektrische Ansteuerung der Ventile. Als Kommunikationsmodul kann entweder ein Sammelanschluss oder Multipol verwendet werden oder die Ventilinsel kann mit einem Feldbus versehen werden, zum Beispiel Profibus oder Ethernet. Aber was versteht man eigentlich unter einem Feldbus? Hierzu wollen wir gemeinsam mit Tom einen kurzen Exkurs zur Feldbustechnik machen. Ein Feldbus verbindet in einer Anlage Sensoren und Aktoren zwecks Kommunikation mit einem Steuergerät. Seit den 1980er Jahren hat sich die Feldbustechnik immer mehr am Markt etabliert. So ist sie in der Automatisierungstechnik, genauso wie das Internet im privaten Bereich, kaum noch wegzudenken. Hier sehen wir eine Übersicht über die einzelnen Feldbusse. Jedes dieser Bussysteme bringt bestimmte Eigenschaften mit, wie Kommunikationsgeschwindigkeit, Größe des Netzwerkes oder aber die Kommunikationsart und ist deshalb für bestimmte Einsatzfelder besonders gut geeignet. Damit Sie eine Vorstellung bekommen, wie Geräte in einem Feldbusnetzwerk miteinander kommunizieren, schauen wir uns die Kommunikation am Beispiel von Profibus etwas näher an. In der linken Ecke sehen Sie eine Steuerung, die über ein Kabel mit den dargestellten Birkert-Geräten verbunden ist. Einem Füllstandsensor, einer Ventilinsel, einem Automatisierungssystem und einem Prozessventil. Die Steuerung sendet eine Füllstandanfrage an den Sensor und dieser gibt 10 Meter als Antwort zurück. Die Steuerung sendet somit nacheinander jedem Gerät eine Frage über deren Zustand bzw. fragt ein Messergebnis ab. Das jeweils angesprochene Gerät antwortet direkt auf die Frage, indem eine Mitteilung an die Steuerung gesendet wird. Nachdem alle Geräte nacheinander befragt wurden, würde anschließend der Zyklus wieder mit dem ersten Gerät von neuem beginnen. Durch den Einsatz eines Bussystems kann jederzeit der Zustand von Geräten in einer Anlage auf einem Bildschirm ausgegeben werden und beispielsweise die Fehlersuche im Falle eines Anlagenausfalls vereinfacht werden. Weitere Vorteile, die ein Bussystem bietet, sind Einsparpotenziale durch weniger Verkabelungsaufwand, eine einfachere Wartung sowie Erweiterung einer Anlage. Kommen wir zurück zu der Birkert-Ventilinsel und schauen uns deren Aufbau an. Bis zu diesem Punkt stimmt die Montage der Ventilinsel mit der Montage des Ventilblocks überein. Insgesamt lassen sich beim Typ 8640 bis zu 24 Ventilfunktionen auf einer Ventilinsel kombinieren. Im nächsten Schritt wird das Kommunikationsmodul sowie die elektrischen Grundmodule zur elektrischen Versorgung der Ventile montiert. Die elektrische Anschlusstechnik kann wahlweise über eine Feldbus-Schnittstelle, einen Sammelanschluss oder eine Multipol-Schnittstelle erfolgen. In einer neuen Ebene können optional Erweiterungsmodule und digitale Rückmeldeeingänge hinzugefügt werden. Eine Ventilinsel nutzt diese digitalen Rückmeldeeingänge beispielsweise zur Verarbeitung von Sensorsignalen und verwendet die pneumatischen Ausgänge zur Ansteuerung einfach und doppelt wirkender Aktoren. Im letzten Schritt werden die Ventile auf die pneumatischen Grundmodule montiert.
Nachdem die Ventilinsel vollständig aufgebaut ist, schauen wir uns die Funktion in Kombination mit einem einfach wirkenden Element-Aktor an. Dazu werden die Ventilinsel und der Aktor durch Pneumatikschläuche miteinander verbunden. Die Ventilinsel wird über das rechte pneumatische Einspeisemodul mit Druckluft versorgt. Wenn das Pneumatikventil Typ 6524 auf der Ventilinsel schaltet, dann gelangt Druckluft vom entsprechenden pneumatischen Ausgang auf der Ventilinsel zum Aktor. Das Pneumatikventil Typ 6524 auf der Ventilinsel steuert auf diese Weise das Prozessventil an. Wird das Pneumatikventil ausgeschaltet, strömt keine Druckluft mehr in den Aktor, so dass der innenliegende Kolben durch die Kraft der Feder in seinen Ausgangszustand zurückgebracht und die überschüssige Luft im Aktor über die Ventilinsel an die Atmosphäre entlüftet wird. Die hier gezeigte Funktion könnte zum Beispiel in einer Molkereianlage eingesetzt werden. Dabei wird die Ventilinsel, wie hier gezeigt, in einem Schaltschrank verbaut und das anzusteuernde Prozessventil sorgt in der Anlage dafür, dass die Milch von einem Prozessschritt zum nächsten gelangen kann. Anders als beim Typ 8640 können beim Airline-System Typ 8644 nicht nur digitale Signale verarbeitet werden, sondern auch analoge. Insgesamt bietet der Typ 8644 mehr Funktionalitäten in Bezug auf Modularität, Datenverarbeitung und Feldbustechnik. Insgesamt lassen sich dabei bis zu 64 Ventilfunktionen auf einem Airline-System miteinander kombinieren. Burkhardt arbeitet bei diesem Produkt mit 4 namhaften I.O.-Herstellern zusammen. Siemens, Wago, Phoenix Contact und Rockwell. Burkhardt bietet dazu den pneumatischen Teil, unsere Kooperationspartner die Feldbusschnittstellen und digitale und analoge I.O.-Module. Der Kunde hat dann die Wahl, ob er von Burkhardt nur den pneumatischen Teil oder aber das komplett aufgebaute Automatisierungssystem mit integriertem Feldbus, I.O.-Modulen und Pneumatik beziehen möchte. Der pneumatische Teil von Burkhardt ist dabei ähnlich aufgebaut wie beim Typ 8640. Wir sehen das linke Einspeisemodul, das sowohl die pneumatische Versorgung des Automatisierungssystems sicherstellt, als auch die Schnittstelle zu den I.O.-Modulen der Kooperationspartner darstellt. Die pneumatischen und elektrischen Grundmodule werden zu einer Einheit verbunden und dann mit dem linken und rechten Einspeisemodul zusammenmontiert. Zuletzt werden die Ventile auf dem Automatisierungssystem verbaut. Über digitale und analoge Eingangsmodule werden Sensoreingänge erfasst und entsprechend über digitale und analoge Ausgangsmodule, Stellglieder oder komplette dezentrale Regelsysteme, zum Beispiel Durchfluss, Druck, Temperatur, Füllstand oder chemische Größen angesteuert. Die pneumatischen Ventile beim Typ 8644 steuern wiederum einfach oder doppelt wirkende Aktoren an. Im 3D-Modell von Typ 8644 wurden 5 Zweiwege-Pneumatikventile des Typs 6525 verbaut. Wie wir bereits gelernt haben, dient ein 5 Zweiwege-Ventil zur Ansteuerung eines doppelt wirkenden Aktors. Nun schauen wir uns an, wie die Kombination mit einem doppelt wirkenden Element-Aktor funktioniert. Im Vergleich zu dem vom Typ 8640 mit 3 Zwei-Wege-Ventilen angesteuerten einfach wirkenden Element-Aktor fehlt hier die Rückstellfeder. Sowohl die Ruhestellung als auch die Schaltstellung werden durch Druckluft realisiert. Bei Ventilinseln und Automatisierungssystemen gibt es einige integrierte Prozesssicherheitsmerkmale wie Rückschlagventile, die in die Abluftkanäle der pneumatischen Grundmodule integriert sind, und die pneumatische Hotswap-Funktion, die das Austauschen eines Ventils während des laufenden Betriebs ermöglicht. Diese Prozesssicherheitsmerkmale sind vor allem in hygienischem Umfeld sehr wichtig. Nehmen wir an, dass ein Pneumatikventil auf dem Automatisierungssystem defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Zunächst wird das Ventil durch Lösen der beiden Befestigungsschrauben entfernt. Dadurch wird das pneumatische Grundmodul mit der integrierten Hot-Swap-Funktion freigelegt. Aus dem pneumatischen Grundmodul kann nun zwar ein kleiner Luftstrahl entweichen, aber der Luftdruck auf dem gesamten Block bricht nicht zusammen. Ein neues Pneumatikventil kann nun auf den leeren Ventilplatz montiert werden. Das neue Ventil ist danach sofort einsatzbereit. Rückschlagventile sorgen für mehr Sicherheit im Prozess. Sollte es zu einem Störfall in einer Anlage kommen, schalten alle Aktoren gleichzeitig ab, so dass die Abluft von allen Aktoren an die Umgebung entlüftet werden muss. Dabei kann sich ein Staudruck im Ventilblock aufbauen, da die Entlüftung nicht schnell genug abläuft. Dieser Staudruck kann das unbeabsichtigte Schalten eines Ventils verursachen, was schwerwiegende Auswirkungen in einem Prozess haben kann. Sind Rückschlagventile in die Grundmodule integriert, kommt es erst gar nicht zu einem Problem im Prozess. Nachdem Sie nun zahlreiche Grundlagen zu Pneumatikventilen, Ventilinseln und Automatisierungssystemen kennengelernt haben, wenden wir uns jetzt dem Bereich Schaltschränke und Airline Quick zu. Mit Airline Quick hat Birkert das Produktprogramm der Ventilinseln und Automatisierungssysteme um eine Adapterplatte zur Montage direkt am Schaltschrank erweitert. Airline Quick ist für die Ventilinsel Typ 8640 und das Airline-System Typ 8644 verfügbar. Wie ist Airline Quick aufgebaut? Zunächst wird die Ventilinsel mit einer Adapterplatte verbunden. Je nach Anforderung an Beständigkeit und Reinigbarkeit kann eine Aluminiumplatte oder eine Edelstahlplatte verwendet werden. Die pneumatischen Anschlüsse werden mit der Adapterplatte und der Ventilinsel verschraubt. Die Anschlüsse sind je nach Kundenwunsch in Edelstahl oder Messing vernickelt ausgeführt. Anschließend kann Airline Quick auf einfache Weise an eine Schaltschrankwand oder einen Schaltschrankboden eingebaut werden. Zum Schluss sorgt ein Blech auf der Außenseite des Schaltschranks für zusätzliche Stabilität. Die Vorteile von Airline Quick liegen, neben der Möglichkeit, einen kleineren und damit preisgünstigeren Schaltschrank einzusetzen, in der einfacheren Montage und verkürzten Inbetriebnahme. Außerdem werden im Vergleich zur konventionellen Lösung weniger Komponenten wie Pneumatikschläuche und Schaltschrankverschraubungen benötigt. Abschließend haben Sie nun die Möglichkeit, Ihr neu erlerntes Wissen anhand einiger Fragen zu überprüfen. Worin liegt der Unterschied zwischen einem Ventilblock 8640 und einer Ventilinsel 8640? Nun, der Unterschied ist, dass eine Ventilinsel nicht nur eine rein pneumatische Lösung darstellt, sondern auch eine gemeinsame elektrische Ansteuerung der Ventile besitzt, zum Beispiel Sammelanschluss, Feldbus-Schnittstelle oder Multipol-Schnittstelle. Außerdem besitzt eine Ventilinsel optional digitale Rückmeldeeingänge. Lisa, was versteht man unter der pneumatischen Hot-Swap-Funktion? Die pneumatische Hot-Swap-Funktion ermöglicht das Tauschen eines Ventils während des laufenden Betriebs. Tom, kannst du mir sagen, welche Vorteile Airline Quick einem Kunden bietet? Klar, Airline Quick ermöglicht eine einfachere Montage und verkürzte Inbetriebnahmezeiten und es ist möglich, einen kleineren Schaltschrank einzusetzen. Außerdem werden weniger Komponenten wie etwa Pneumatikschläuche und Verschraubungen benötigt. Na, das war doch gar nicht so schwer, oder? Falls es Ihnen zu schnell gegangen sein sollte, schauen Sie sich das Video einfach nochmal in aller Ruhe an. Oder werfen Sie einen Blick in die Produktübersicht Pneumatik- und Prozessschnittstellen. Wenn Sie Ventilblöcke oder Ventilinseln konfigurieren möchten, dann können Sie unsere Online-Konfiguratoren verwenden, die Ihnen Ihre gewünschte Konfiguration erstellen und dazu Stücklisten, Beschreibungen, 3D-Modelle und Preise liefern.
Sollten Sie noch Fragen haben, senden Sie einfach eine E-Mail an folgende Adresse: technical.training@burkert.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.